Hallo ihr Lieben, hier wie versprochen der kleine Guide zu diesem wunderschönen Otuk mit seinem genialen Special. Hier seht ihr das wunderschön. Ja, ich zeige euch, wie ihr das Mount bekommt. Das Ganze ist hier Otuk des Elfenbeinhändlers. Dieses bekommt ihr relativ früh schon, wenn ihr euch in den Zanzen bewegt. Es ist auf NHC möglich, HC und Mythisch. Und dazu müsst ihr, wie ihr hier sehen könnt, 3 Ringe farmen. Ja, ich zeige euch gleich die Instanzen, ich zeige euch die Ringe und ich zeige euch, wo ihr das Ganze abgeben könnt und wie das Ganze aussieht. Gefarmt werden kann das Ganze in 3 Instanzen, die eine in Tal Drasus, die andere in der Ebene von Onahara und in der Azurblauen Gebirge. Hier unten im Turm, in dem Dungeon, zwar geht es hier um das Azurblaue Gewölbe. Ja, beim ersten Boss seht ihr hier Beute, droppt der Ring. Ihr könnt das immer erkennen an dieser Schrift, dieser gelben Schrift. Tatukiyaka in Isaka würde gerne diesen Ring sehen. Ja. Der zweite Ring droppt in der Akademie von Algerat, auch beim ersten Boss. Ja, hier, Platin-Sternband. Und die letzte droppt im Angriff von Nokut, hier beim zweiten Boss, der wütende Gesturm. Und zwar hier der donnernde Starkregenring. Diese 3 Ringe braucht ihr und diese müsst ihr dann abgeben beim Händler. Ich zeige euch jetzt, bei welchem Händler und wo ihr dann, wie ihr die Indies machen könnt und alles drum und dran. So, seid ihr in Iskara angekommen, findet ihr den Händler hier hinter diesem großen Mammut. Dort könnt ihr einfach raufklicken und dann seht ihr, links bietet er 2 Mounts an. Eins für die Ringe, wie schon erwähnt. Das rechte ist für Halsketten, die im Raid droppen. Das ist für später, könnt ihr euch merken. Ja, wir wollen aber jetzt links den Otuk holen. Dieses hier einmal kaufen, Ringe abgegeben. Und dann können wir das Ganze auch schon direkt lernen. Zack, da ist es gelernt. Aufmounten und fertig. Ja, ich zeige euch jetzt noch kurz hinterher die Innis, wo das Ganze quasi droppt, wie ihr da hinkommt, wie ihr da am schnellsten das macht. Das Ganze machen wir im Schnelldurchlauf. Das heißt, ihr seht jetzt nicht die ganze Instanz, sondern nur kurz einen Schnelldurchlauf bis zum Boss und wie der Ring droppt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Mount am Ende. Tschö, bitte! We'll be right back.